Auf jeden Fall kann ich das verstehen. Aber denk mal daran, es ist eben auch ein Vollsportler, der hat ja nicht nur bei Union gekickt. Ne? Er war ja, soweit ich weiß, in London tätig. Er kommt ja von Dresden. Er war beim HSV und so weiter und so fort, Belgien, bla bla. Also, er ist ja nicht nur Unioner. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Auch wenn er seine längste Zeit da gespielt hat. Also, denke ich mal, cool bleiben und ihm auch eine Chance einräumen, wie jedem anderen Spieler, der zu uns kommt. Das würde ich sagen, ist doch echt fair. Die Ultras, nicht alle, einige von ihnen, haben es eben kundgetan, haben eben das Plakat hingehängt. Wir haben es quasi alle wahrgenommen. Ich finde es auch gut, dass man das nicht einfach nur so nebenbei, so unter den Teppich kehrt. Nein, man muss sich auch erheben, man muss auch seine Stimme erheben, man kann auch das mal äußern, man kann das auch mal negativ anpacken.